Halli und hallo, meine lieben Freunde, willkommen zur nächsten Folge von Weekend! Zusammen mit dem lieben Sir Lance am Steuer. Hallöchen. Mit dem lieben Blatt oben am Geschütz. Hallo. Mit dem lieben Lemon. Hallo. Der, das neben mir sitzt. Hä? Bin nicht hier. Und der lieben Jenny. Genau, wo ich gerade war. Und wir haben in der letzten Folge das Gebiet hier abgeschlossen. Und wir gehen jetzt, glaube ich, sind jetzt im nächsten Gebiet, oder? Ja, Okoro ins Gebiet. Ja. Okoro beschäftigt sich mit der Produktion. Soweit ist ja genau. Also war zweimal, wir haben bis jetzt zweimal Sicherheit gemacht, einmal Einflüsse und jetzt geht es einmal um die Produktion. Wir haben hier gleich ein Aktenblatt. Wollen wir da gleich reinlaufen? Tango getroffen. Oben, oben. Im Häuslein, links, rechts, Jung. So, jetzt die andere Seite haben wir ein bisschen clearen. Oh, hier ist ein Informant. Oh, Kacke. Ich werde hier gerade von dem MG abgeballert, das finde ich nicht so cool. Silenzio, ja, ich laufe gleich gerade auch weg. Weil ich jetzt echt zurückfallen muss und ich bin down. So, du hast 5 Sekunden, um den Mund aufzumachen. Fuck, Nachschub, Ausrüstung oder Rebellen? Ausrüstung, oder? Ja, Ausrüstung. Ich rede, okay? Ganz ruhig. So. Au, au, au. Der Heli hat mir jetzt gerade beinahe das Leben gekostet. Es tut mir leid, nicht meine Absicht. Stirbt da drin einfach. Du lebst immer noch? Willst du mich verarschen? Jetzt nicht mehr. So. Jetzt haben wir hier eine Akte und noch einen anderen Gedöns. Wir wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Ja. Die Akte ist wohl da oben. Ja. Aber irgendwie mit einem Truck durch die Gegend fahren ist auch mal cool. Ist halt mal was anderes immer wieder. Ja. Vor allem, wenn man die Möglichkeit hat, sich jedes Mal so ein Ding zu holen. Rechte Sache so anstrengend? Wird in Deutschland nicht über Südamerika berichtet? Hör zu, wir wissen von einer Kokainfabrik hier in Okoro. Und zwar in einem umgebauten Schlachthaus. Worauf warten wir dann? Machen wir den Laden platt. Es gibt ein Problem. Die Tür lässt sich nur mit einem Zugangscode öffnen. Wo kriegen wir den Code her? Hieraus geht hervor, dass ihn El Emissarios... Ich hol mal einen Truck. Achso, hast du schon? Ja, aber ich weiß nicht, wo er den geparkt hat. Ach da, hol ihn mal im Band. Gut. Aber das Gebiet wahrscheinlich hier noch nicht befreit war. Oder ist immer noch. Wir haben noch keinen Unterschlupf hier, deswegen. Ja, kannst du auf den Geschütz rauf. Ach, da bist du schon. So, wo wollen wir als nächstes hin? Das ist ein Informant. Ja, da würde ich sagen, einfach zum Informant. So viele Punkte haben wir hier gar nicht. Ja, deswegen nämlich. Mike, schnell. Gib Gas. Schneller, schneller, schneller. Hüpf, hüpf. Tu was für dein Geld. Tu was für dein Geld. Ich darf den jetzt nur nicht erschießen. Bleib stehen. Einfach vor dem blocken. Einfach ihn abblocken. Hilfe. Hilfe. Okay, der steigt aus. Ab ihn. Ja, dann verhör ihn. Weg. Toll, der schöne Lamborghini. So, warte, ich verhör ihn. Oh, wie geil das Gebiet hier einfach nur ist. So. Bonusorden, Nachschub oder Rebellen? Bonus. Ich rede, okay? Oder nee, Nachschub. Ganz ruhig. Zu spät, hab ich schon gedrückt. Ja, gut. Dann auf geht's. Job erledigt. Bei mir kniet er noch. Alles klar. Das Knacken ist übrigens Mikes Mikro. Ja. Nur so nebenbei. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier erstmal runter, oder? Zu B. Wo? B. Ja, können wir machen. So. Ja. Einfach wegrammen.
Ja, wofür haben wir denn einen gepanzerten Wagen? Mein Auto! Wollen wir mal kurz hier die Unidad-Patrouille? Fahr einfach. Mach weg! Tango getroffen. Das ist ein Nachschub immer, deswegen. Also es reicht, wenn einer aussteigt und die Nachschub jetzt einen sammelt. Ich freu mich, ich darf wegrutzen. Ja. Ja, ich kann nur einen Gepäckraum. Hey, ich komme hier nicht weg! Ach so, ja, wow, danke, Levin, dass du mich blockiert hast. Jetzt zuckst du dich rein. So, und tschüss. Ey, nein! Lass mich nicht allein! Oh Mann. Okay, gib Gummi. Aber allmählich läuft das eigentlich bei uns mit dem Team. Ja, ich glaube, wir müssen immer so uns reinschleichen. Unter, links, rechts. Links, rechts, unter, oben, unten. Hab ich. Es ist, glaube ich, alles weg. Ne, oben ist, glaube ich, noch einer oder so. Den einen habe ich. Warte, da ist er. Jetzt nicht mehr. Doch immer noch. Hä? Tötet es, bevor es Eier legt. Ja, jetzt ist er weg. Schütze. Hier war nur das, genau. Ah, das ist wieder ein Leutnant. Auf, schnell. Mike. Lemon! Ja. Hast du den Orden? Ja. Das ist ein Leutnant. Ja, wir müssen ja eh wieder in die Richtung, deswegen. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Platten oder sowas. Dachte ich auch gerade, aber nein, hast du. Sieht nicht danach aus. Nö. Die vielleicht stehen da immer noch. Vielleicht hast du eine Leiche unten drunter. Nee, hast du auch nicht. Ah, so Walking Dead Style oder was? Ja. Weißt du was? Ich muss da mal eine Theorie gerade durchgehen. Ihr kennt doch bestimmt Walking Dead, die zwei, oder? Ja. Pass auf. Es gibt in der ersten Staffel gibt's ja die eine Szene, ich hoffe, ich spoiler nicht, wo sie sich mit toten Haut und Klamotten eindecken, damit sie halt nicht gerochen werden. Warum machen die das nicht von Anfang an? Er steigt aus. Ist der erschossen? So, ja, der nee, überfahren. Warum hat das so lange? Achso, dann habe ich den eventuell erschossen, tut mir leid. Weil die, ja, die denken zum ganz zum Anfang, ja, dass es auch durch Kontakt übertragen wird, nicht nur durch Bisse. Ja, oder aber ähnliches. Am Anfang war es ja so, dass die da durchgehen konnten. Zwischen den, weißt du? Ja. Aber du willst nicht unbedingt irgendwelche Kadaver von den. Nein, aber wenn die zum Beispiel irgendeinen. Wie sagt man? Wenn die eine Festung haben oder irgendeinen Bunker oder sonst was, dass die außenrum die Leichen einsammeln und da betten, weißt du? Oder aufschneiden, deren Überreste dran kleben, dann riechen die halt. Das riecht überall nach. Du willst es, glaube ich, nicht immer riechen. Ja, nach der Zeit fällt es dir nicht mehr auf. Ja, aber. Nee. So als schon nicht Massenzombies. Weißt du? Jetzt ist es makaber. Sicher? Erst jetzt? Ey, wir hatten. Also, Walking Dead hat an vielen Stellen ein bisschen Unlogik drin, aber muss halt, ist eine Serie. Ja, genau, weißt du, der Zombie ist vor dir, warum musst du mit dem Revolver draufschießen, wenn du einen Baseballschläger neben dir hast? Weißt du? Ja, es kommt drauf an, auf die Situation an. Nee, aber alleine, dass die sich halt größtenteils immer gegeneinander fertig machen, anstatt zu versuchen zu überleben gegen die Zombies und sowas. Also es ist halt... Urinstinkt der Dämlichkeit der Menschen. Ist leider nicht der Urinstinkt, das ist einfach nur Dämlichkeit der Menschen. Ja, sorry, habe ich Urinstinkt gesagt? Ja. Mein nee, Stumm. Au. Der ist weg, da ist er. So, ich hole ihn schnell. Guten Tag, der Herr. Bonus, Nachschub oder Rebellenoperation? Bonusorden. Gibt's Geld. Ach ja, verdammt, wollten wir eben ja schon. Warum schießt du uns? Weil das hier Feindgebiet ist. Nee. Du hast direkt daneben geparkt. Hier ist doch kein Feindgebiet. Wie kommst du da drauf? Ach, die Karte ist nur so halb rot. Ach, egal. Passt schon. Wir können weiter. Oder wir holen uns mal einen neuen Wagen. Na, ich glaube, wir machen.
so lange, bis wir nicht mehr können. Pickup. Gepanzerter SUV war das, oder? Wollen wir fahren? Tobi, steig ein. Warte. Ah, ist schon markiert. Ich habe einen neuen Ding geordert. Da ist er. Er steht da. Ja. Dein Ernst, Jenny? Bau keine Scheiße, Lemon. So, ich hab markiert. Was versuchst du da? Was A, B, was denn jetzt? Willst du nicht als Geschütz gehen, Tobi? Au! Wohin bin ich jetzt? So. Ja, keine Ahnung, wohin. Ich dachte nach B, A, B. Weil da ist noch ein unentdeckter Ort, deswegen. Ja, wo fährst du denn hin, Jenny? Das geht in eine andere Richtung. Hä, bei mir ist C markiert. Ich rede von A, B. Ja, ich fahre nach C. Ah, C. Du hast C angeklickt irgendwo. Ja, Verzeihung, echt doof. Wo auch immer C ist, ja, das bist du aber davon abgesehen. Aber ordentlich. Oh. Da jetzt die Straße lang, Jenny, genau. Ja. Ich wollte den C. Die, ja, die das C. Oh, oh. Weißt du, am Bauen können wir kaputt fahren, aber kein Lastmast. Gib Gas, Jenny. Jenny, bist du sicher, dass du fahren möchtest? Ups, ey. Die Straßen sagen ja. Ich habe irgendwie Angst um mein Leben. Nein. Was? Sag das dem Baum. Scheuert der Baum. Oh Gott. Ah, oh, Heli. Abschuss bestätigt. Ich gehe lieber raus, das ist gesünder für mich. Sag sowas doch Nachschub. Ich. Ein Ding brauchen wir noch und dann haben wir alles. Ich weiß, wo ein Kartellversorgungsheli steht. Klauen wir ihn für die Rebellen. Hier ist auch Munition drin, falls du brauchst. Ich fahr jetzt. Hä, ich dachte Hubi Hubi. Nö. Wir wollten noch mal ein bisschen. Hubi. Ja, wir wollten noch mal ein bisschen ohne. Naja, aber ich dachte Hubi Hubi. Ich geb dir gleich Hubi Hubi. Hup, hup. Chicka, 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 hup, hup. Kommt ihr uns nach? Ja. Wo ist denn der jetzt? Ach, da oben. Wo fahren wir jetzt hin? Zu B. Zum Leutnant. B, C, B, C, 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 B. Warum bist du mitten im Nirgendwo ein Zivilist? Und vor allem, es hat Klong gemacht, als du ihr angefasst hast. Vor allem angefasst. Habe ich auch gerade gedacht. Ich fahre in einem gepanzerten Wagen neben ihn und ich fasse ihn an. Hä? Kein Touch. Du streckst so vor so eine Hand raus. die 5 Meter Griffelhand. Hui. Oh Gott. Ich will Also, ist egal, jetzt sind wir schon auf dem Weg, jetzt kannst du es auch durchziehen. Ich schaff das, Allrad! Everybody can flip. Flip! Ey, wir haben es überlebt! Und der Truck auch! Und jetzt gleich so ein Hügelbump tot. Okay, wir sind auf der Straße, wir sind angekommen, oder? Ja, so? Da geht's runter. Echt jetzt? Haben wir auch festgestellt. Wir haben's überlebt. Melanie, sag ich schon. Oh, Tobi, warte bitte mal. So, wir können eben den Leutnant holen. Okay. Ich glaube, die Markierung ist verbuggt. Die ist irgendwie so ziemlich in der Luft. Ja, deswegen. Also, entweder ist die Markierung verbuggt oder. Der Typ fliegt. Ja. Die Markierung ist verbuggt. Wo ist der Typ? Hier ist nichts. Wo ist der Truck? Ich habe einen neuen Truck geordert. Na, der müsste. Da steht er doch, oder nicht? Nee, das ist der alte. Warum qualmt der denn nicht?
Weil unser nicht gequalmt hat, die ganze Zeit schon nicht. Ach, der steht wieder da vorne vor. Dumm. Ich habe nur einen neuen Wagen für uns geholt, Jenny. Gut, vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, den Qualm dann auszutauschen. Egal. Wir sind übrigens wieder bei 15 Minuten. Wow. Ich hab den Schlittschuh gemacht. Weißt du was? Allein aus Prinzip. Hilfe? Der musste sein. In dieser Aufnahme habe ich dich noch nicht ein einziges Mal übergefahren. Gott verdammt. Oh, oh Gott, Mike ist am Steuer. Hilfe. Nein. Granate fliegt. Oh, oh. Ich war's nicht. Granate fliegt, Granate fliegt. Ablenkungsgranate. Okay, Granate fliegt. Das wird hier eine Mine legen. Weißt du was? Aber das C4 platziert. Darf ich mal bitte einmal was ausprobieren, bevor ihr mich jetzt hier umbringt? Ey! Blackie, darf ich das mal an dir ausprobieren? Was denn? Hilfe! Toll! Augen zu. Was? Guck mal, was er da macht. Weißt du, wie ich mich fährst du um? Aufgepasst, als wäre das nicht passiert. Willst du was? So, jetzt rein aus Prinzip. Was? So. Alter. Naja, gut, ich würde sagen, in dem chaotischen Haufen hier. Vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da, etc., etc. Bis zur nächsten Aufnahme. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Hilfe. Jenny? Ja, warte mal kurz. Ich will die erstmal holen. Sag doch jetzt Tschüss, los. Ciao, ciao, ciao.